Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Icewind Dale. Ja, letztes Mal haben wir ziemlich viel Schaden einstecken müssen im Kampf und sind gerade so noch mit lebenden Charakteren davongekommen, beziehungsweise zwei waren dem Tode sehr nahe. Deshalb habe ich mich ja letzte Folge entschlossen, schnell in die Stadt zurückzulaufen, mich hochzuheilen und dann wieder mit starken Charakteren und voller Kraft den Kampf aufzunehmen. Und das wollen wir jetzt tun. So. Ich verstehe. Ja, hier wurden wir aufgelauert beim Schlafen. Ja, da wir das Dungeon verlassen haben, haben wir aber leider auch nichts von denen zurückgelassen bekommen, die wir bereits erledigt haben. Das ist natürlich schade, aber besser so, als dann die Charaktere wiederbeleben müssen. Das ist nämlich sehr teuer. Also taktischer Rückzug, immer eine feine Sache. So. Im Schatten verstecken gelungen, das ist gut. So, wir hatten drei Riesen, auf die wir aufpassen mussten. Zwei haben wir bereits angelockt. Und irgendwo hier müsste... Oh, ja. Und auch der nächste Magier gleich. Hey, ja. Okay. Hilft ja nichts, ne? Ich würde sagen, wir hauen erstmal dem Magier eine rein. Und laufen dann weg. So, Zauber gestört. Das ist gut. So, lauf weg. Na, kommt irgendjemand hinterher? Sieht ja momentan irgendwie nicht so aus, ne? Ich höre auch nichts. Ich höre immer noch nichts. Keine Schritte, kein gar nichts. Ach so, vielleicht sollte ich mich mal wieder im Schatten verstecken, ne? So, im Schatten verstecken gelungen, das ist gut. Oh. Da seid ihr ja, meine Freunde. Leicht verletzt und unverletzt, richtig? Nee, beide leicht verletzt? Wie kommt das denn? Wieso ist der leicht verletzt? Wahrscheinlich wie Legolas. Ich habe durch beide durchgeschossen. So, okay. Auf jeden Fall getroffen. Weglaufen. Lauf weiter. Weiterlaufen. Weiterlaufen. Ah, der singt gar nicht, ne? Was willst du denn jetzt schon wieder? Dann sing doch mal ein bisschen. Was willst du? Was? Dein Befehl? Wie kann ich helfen? Während die anderen arbeiten. Auf in den Sieg! Dich mit deinen Göttern! So. Bereit und willig. Schnell alles mit. Keine leichte Aufgabe. Ich überlege... Sag mir, nach was es dir verlangt. Theoretisch kann ich mich ja schon ein bisschen weiter nach vorne trauen, oder? So mit der Truppe. Muss ich nicht so weit laufen? Kann ich helfen? So. Du kannst dich wieder unsichtbar machen?
Gehorcht aufs Wort, ne? Zack. So, da ist ja irgendwo noch dieser Priester. Da ist er doch. Na, schafft er ihn vielleicht im Alleingang? Wenn er ihn immer stört beim Zaubern. Zauber gestört, sehr schön. Zack, das war's. Sehr schön. Ja, bitte verstecken, falls du es noch nicht getan hast. Da kommt doch bestimmt gleich wieder irgendwas. Das ist hier noch nicht das Ende, scheinbar. Komm, versteck dich. Aha, Fragezeichen. Im Schatten verstecken gelungen. Das ist gut. Na komm, wo ist der nächste Riese? Wo ist der nächste Riese? Wo ist die nächste Falle? Wo ist die nächste Falle? Ich traue mich nicht in den Raum hineinzugehen, weil ich dann eine Falle auch vermute, aber ich möchte mich auch nicht sichtbar machen, aber ich muss. So, bitte einmal kurz hier. Wir warten so 10 Sekunden. Da eine Falle auftaucht. Na, scheinbar nichts. Okay. Du brauchst mich? Wir ziehen mal die Gewiss? Truppe hinterher. Mhm, sicher doch. Okay, hier ist irgendwie ein Toter oder irgendwas. Eine Riesentür. Ich mag keine Riesentüren. Hinter Riesentüren sind normalerweise Riesenprobleme. Hinter Riesentüren sind Riesenprobleme. Na gut, was ist mit dem? Die Haut dieses toten Altardieners ist extrem blass, wie von einer Krankheit oder Vergiftung schwer gezeichnet. Eine merkwürdige schwarze Flüssigkeit rinnt aus zwei identischen Stichwunden auf dem Unterarm der Leiche. Okay, vielleicht ein Schlangenbiss? Weil Vergiftung und zwei Spuren und so? Auf dieser Bahre ruht ein ganz intaktes menschliches Skelett. Ja, und was soll mir das sagen? Intaktes menschliches Skelett. Diese knöchernen Überreste scheinen nach einem gewissen Schema um diese Totenbahre herum aufgehäuft zu sein. Die Knochen scheinen von Menschen zu stammen. Okay. Irgendwas ist dahinter wohl noch. Fallen suchen es die ganze Zeit an. Aber ich kann sonst hier nichts weiter mitmachen. Na gut, ein vergifteter Priester oder so. Na schön. Gehe dir zur Seite. So. Wie du wünschst. Alle Mann hierher. Dann öffnen wir mal diese große Tür. Es wird spannend, spannend, spannend. Was ist hinter der großen Tür? Ja. Klingt gut. Hinter der großen Tür ist die große Höhle. Okay. Dann geh mal fallensuchend hinein. Okay. Eine Art Vulkan oder sowas sieht jedenfalls dann aus. Ja, was ist besser? Fallen... Ach nee, hier geht's weiter. Ich wollte gerade fragen, was ist besser? Fallen suchen oder unsichtbar? Aber es geht hier bereits weiter in den nächsten Level. Okay. Ja, wie du wünschst. Also alle hierher oder dahin. So.
So, dann hoffen wir mal, dass uns da nicht sofort die Riesenarmee erwartet. Auf geht's. Viele Tote. Die ganzen Tempelwachen und Priester. Okay. Wir machen einen Schritt nach vorne. Keine leichte Aufgabe. Irgendwie... Irgendwas ist hier zum Mitnehmen. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Okay. Hm? Geh du mal kurz voran. Gut, gut. Was haben wir da? Fläschchen mit geheimnisvoller Flüssigkeit. Okay. Whatever. Was steht denn im Tagebuch? Das innerste Heiligtum des Tempels, des vergessenen Gottes. Wir sind in das innerste Heiligtum des Tempels des vergessenen Gottes vorgedrungen, nur um festzustellen, dass uns jemand zuvorgekommen war. Der Sockel, auf dem das Artefakt vermutlich gestanden hatte, war leer. In der ganzen Kammer lagen Leichen, was vermuten lässt, dass die Altardiener und ihre Verbeek-Wächter das Juwel mit aller Macht verteidigt haben. Unter den Leichen war auch die eines jungen Mannes, der in das Gewand eines Priesters von Talona gehüllt war. Es ist schwer zu sagen, welche Rolle er in dem Kampf und dem darauffolgenden Diebstahl spielte. Vielleicht sollten wir zu Arundel zurückkehren und sehen, ob er das alles versteht. So, so. Okay. Was ist hier? Dieser solide Sockel aus Gold sieht aus, als wäre er geschaffen worden, um ein Artefakt von großer religiöser Bedeutung zu tragen. Die dicke Staubschicht ist nur an der Stelle durchbrochen, wo eigentlich das Artefakt stehen würde. Ein solider Sockel aus Gold. Mitnehmen! Mitnehmen und verkaufen! Mein Gott, den Sockel braucht man nicht mehr, wenn das Artefakt weg ist. Mitnehmen. Okay, hier ist sonst nichts. Scheinbar ist hier tatsächlich nichts. Nö. Na gut. Dann, ich bin hier, gewiss. Alle waren raus hier. Wir haben alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Ich verstehe. So, ich vermute, wir haben also wieder einen Abschnitt geschafft. Bin mal gespannt, was Arundel zu sagen hat. Irgendwie läuft alles schief, ne? Geht dahin, geht hierhin. Aber so richtig kommen die Informationen noch nicht, was hier so los ist. So, Ganz recht. Ganz recht. Na, wo laufen sie denn? Wieso läuft der hier längs? Und dann wieder zurück, toll. Also Wegfindung, ja, ist noch nicht so richtig gut, ne? Aber vielleicht gab es damals keine besseren Algorithmen. Könnte man spekulieren. Denn theoretisch, wenn man den Weg für mehrere Charaktere suchen muss, also ich vermute, jeder Charakter sucht sich seinen eigenen Weg. Aber man könnte doch auch einen den Weg suchen lassen und alle anderen dann folgen. Zum Beispiel. Naja, alles hat so seine Vor- und Nachteile. Keine leichte Aufgabe. So. Kaldahar. Wie du wünschst.
Haben wir was zum Verkaufen? Ah, nicht so richtig, ne? So ein bisschen. Naja, okay. Ja, was machen wir jetzt? Ja, wir gehen mal zum, ich weiß es schon. Wir gehen jetzt die Sachen verkaufen. Und danach gehen wir zu Arundel. Wobei, wenn ich auf die Zeit gucke, wir werden es nicht ganz schaffen. Wir werden die Sachen jetzt einfach verkaufen. Und Arundel berichten wir in der nächsten Folge, dass das Juwel weg ist. Und werden uns mal anhören, was er zu sagen hat und wohin er uns dann schickt. Ich verstehe. So, okay. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich weiß nicht, was ich mit den Büchern machen soll. Naja. Erstmal fertig. Raus hier. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge.